Hallo. Oh, wow. So schön, ihr wundervollen Frauen. Ich habe Bock, heute mit euch über ein geiles Thema zu sprechen. Okay. Kennst du das? Das unglaublich. Oh, ich bin gerade so verwirrt, weil es mich gerade so überkommt. Ich habe gerade zurück mich erinnert an meine Anfänge als Doula. Und es war so krass, es war so krass. Ich habe damals von Hartz IV gelebt, obwohl ich schon als Doula gearbeitet habe, obwohl ich viele Frauen sogar, also so viele, wie ich machen konnte, gemacht habe. Und trotzdem hat das Geld so überhaupt gar nicht gereicht. Vielleicht kennst du das auch. Und vielleicht kennst du das auch, dass du spürst, weil so war es nämlich bei mir, dass dieser Beruf so krass und so wichtig ist und gleichzeitig so krass nicht gewertschätzt wird, sowohl von zum Beispiel Krankenhaushebammen, ne, wo es dann irgendwie mal Konflikte gibt, als auch einfach überhaupt in den Medien und von allen. Du musst immer erstmal erklären, wer du bist, was du bist, warum du das überhaupt tust und warum es das überhaupt braucht. Ja, du bist ständig in einer Scheiß-Rechtfertigungsrolle. Und dann, als ich dann meine ersten, wirklich ja, meine allerersten Krankenhausgeburten hatte, es war so krass, es war so scheiße, es war so traumatisch, ich wurde mit traumatisiert, ich kann es nicht anders sagen, obwohl ich hilfreich war als Doula für die Frau, für die Schwangere, aber im Endeffekt habe ich für mich gemerkt, boah, krass, trotz meiner Doula-Ausbildung bin ich so nicht darauf vorbereitet, auf das, was hier kommt, weil ich hatte halt selbst wunderschön, lustvoll, orgasmisch geboren. Ja, das war der Grund, warum ich gesagt habe, boah, ich will Doula werden, ich will das anderen helfen, dass sie das auch so geil können. Und dann wurde ich sehr hart mit der krassen Wirklichkeit quasi konfrontiert. Ja, Kohlescheiße, Traumatisierung, plus es war auch teilweise so arschschwer mit Kind, Tara war damals noch klein, zu vereinbaren. Ja, so dass ich weiterhin von Hartz IV abhängig war. Und es ist wirklich ziemlich krass. Ich war damals auch alleinerziehend, alleinbegleitend. So eine richtig krass, scheiß anstrengende Zeit. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, wer kennt das? Und ich glaube, dass es aber anders geht, weil ich es inzwischen anders erlebt habe. Ja, weil mein Weg hat mich nämlich dann sehr krass anders geführt. In dem Moment, wo ich festgestellt habe, boah, krass, ich will wirklich was verändern und ich begnüge mich nicht mit diesem kleinen Rumgekrebsel hier, sondern ich möchte wirklich was verändern und zwar in meinem Leben, sodass es für mich geil ist, dass ich Fülle erleben darf, dass ich gut Geld verdiene mit dem Beruf, den ich liebe, als auch, dass ich wirklich in der Welt was bewirken kann. Und inzwischen, das ist jetzt keine 3, 4 Jahre her, und inzwischen stehe ich hier, habe mit Tausenden von Frauen gearbeitet, mein Buch kommt bald raus, habe ein Team von 10 Menschen um mich rum, die mich und mein Unternehmen unterstützen. Ich habe Lustgeburt gegründet, bis hin zu, dass ich jetzt gerade die Lustgeburts-Doula-Ausbildung gründe. Die Lustcoach-Ausbildung läuft schon seit einem Jahr. Also ich habe unendlich viele Frauen inzwischen in ihre Lust gebracht und empowert, als ich für mich erkannt habe, dass eben Geburt und Geburtsbegleitung auch noch so viel mehr ist, als ich bin halt bei der Frau dabei. Ja, und ich möchte das überhaupt nicht kleinreden, das ist super wertvoll und super wichtig und das ist die Basis. Aber das, was ich erfahren habe für mich selbst und was die Frauen brauchen, ist wirklich ein anderer Weg, eine andere Begleitung, eine andere Empowerung, die intensiver ist, die ja die Frau eben wirklich in ihren Urzustand wieder zurückbringt, indem sie ihren Körper fühlt, indem sie mit ihrer Lust verbunden ist und indem dann Orgasmic Birth erst möglich ist. Ja, das ist die Geburt, wie ich sie erlebt habe, die mich völlig geflasht hat. Und ich habe seitdem nicht aufgehört zu forschen und zu forschen, wie geht das? Warum war das für mich so leicht und wieso ist es für alle anderen so scheiße schwer? Und inzwischen habe ich natürlich ein paar mehr Frauen gefunden, deswegen auch mein Buch, wo die Frauen darüber berichten, über lustvolles, orgasmisches Gebären. Es ist absolut, ich bin damit kein Einzelfall, aber es braucht bei den meisten sehr viel Vorbereitung. Und zwar nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Thema Orgasmic Birth sind wir sofort bei Paarbegleitung. Das heißt, hier ergibt sich ein unendlich wundervolles, riesiges Feld für uns als Begleitende, als Doulas, als Hebammen, ja, mit dem Thema Orgasmic Birth zu gehen.
Und mir liegt dieses Thema so krass am Herzen, dass ich eben diese Week jetzt machen werde, wo ihr die Möglichkeit habt, dabei zu sein, kostenlos. Ja, also es wird jetzt im Februar, am 6. Februar starten wir, genau, wird es eine Woche, Montag bis Samstag vermutlich, jeden Tag eine Session geben, online, live, ja, also du kannst dabei sein, und ich werde dir all die Tools geben, denn hey, wow, hast du nicht Bock, wirklich krass die Welt zu verändern, die Geburtskultur zu verändern, wo wir wissen, dass dies verändert die Welt? Hast du nicht Bock, all das aber in einer Art und Weise zu machen, wo es dich nicht ausbrennt, ja, wo du nicht am Ende die bist, die nur gibt, sondern hey, in der Fülle es leicht geht, es orgasmic, nicht nur orgasmic birth, sondern auch orgasmic business ist, ja. Und die, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, durch die Erweckung unserer Lustkraft, unserer Schoßraumkraft, wir dürfen den Weg selber gehen, um dann unsere Frauen zu begleiten. Und wenn wir diesen Weg für uns selber gehen und unser Schöpfungszentrum wieder wecken und diese Energien, auch diese Sexualenergien ins Fließen bringen, dann hat es definitiv automatisch eine Auswirkung auf unseren Füllestrom, ja, und auf unser Money Mindset, wie es so schön heißt, aber auch auf unsere, ja, unsere Art, wie wir empfangen, ob wir überhaupt empfangsbereit sind, und darauf aufbauend auch, wie bereit sind wir eben wirklich groß zu denken, groß zu werden und nicht nur klein, sondern zu sagen, hey, ich habe hier ein Unternehmen, damit, ja, ich habe ein Business, ein Seelenbusiness, das ich aufbaue, nicht ich bin mal Doula nebenbei. Ja, und das ist einfach was, wo ich dich so herzlich einlade, ob du jetzt Doula bist, ob du Hebamme bist, ob du Mama bist, weil du gerade geil geboren bist, geboren hast, oder ob du einfach die Geburtskultur verändern willst, oder ob du selber schwanger bist. Für euch alle ist diese Week einfach, ja, wirklich ein krasses Geschenk von mir. Es wird tatsächlich auch ganz viele Geschenke, ich schenke immer total gern. Es wird Geschenke geben, es wird eine krasse Gewinnspielverlosung geben, wo ich tatsächlich auch einen Platz in meiner Lustgeburts-Doula-Ausbildung verlose, in einem sehr hohen Wert, weil das eine 18-monatige, super intensive Ausbildung ist. Genau, also es gibt einen Platz zu gewinnen. Es gibt noch weitere kleinere Geschenke. Also es lohnt sich mega, mega da dabei zu sein. Blockt euch super gerne schon mal die Woche in eurem Kalender. Alle weiteren Infos findet ihr noch im Text. Und ich kann dir einfach nur sagen, Peace on Earth begins with birth. Und was würde passieren, wenn Frauen die Möglichkeit hätten, lustvoll zu gebären und Kinder auf eine ekstatische, verbundene, heilige Art und Weise zur Welt kämen? Und wenn das nicht nur Einzelne sind, sondern immer mehr und mehr und mehr, weil wir als Birth Worker in einer Position sind, wo es uns gut geht, wo wir angefüllt sind und wo wir aus dieser Fülle heraus schöpfen und andere Frauen begleiten können. Wie sehr und wie effektiv würde das bitte die Welt verändern? Und mit dieser wundervollen Frage entlasse ich dich und freue mich riesig, riesig, riesig drauf, dich in dieser Week zu sehen. Anmeldebutton kommt noch hier drunter. Und ja, alles, alles Liebe zu dir und so, so schön, dass es immer mehr Frauen wie dich und mich gibt, die hier wirklich den Wandel mit begleiten. Alles Liebe zu euch, eure Doula Amira. Ciao, ciao.